Ja, meine Geburt, die war schon was Besonderes. Genau im Ersten Weltkrieg, 1915, am 29. November, als im Sternzeichen des Schützen. Und in der Wiege lagen schon vorher 9 andere. Und die war schon reichlich abgenutzt. Mein Vater hat Urlaub bekommen, Kriegsurlaub, wie sein 10. Kind geboren wurde. Kaiser Wilhelm und seine Gemahlin haben zur 10. Geburt gratuliert mit einer großen Urkunde, die dann immer über meinem Bettchen hing, in dem ich mit meiner Schwester später immer zusammen schlafen musste. Die Wiege, die war schon, wie gesagt, reichlich abgenutzt. Und der Vater, der hätte sie ja mal streichen können, aber vor häuslichen Arbeiten hat er gern Reißaus genommen. Er war zwar ein Schöngeist, aber mehr auf poetische Art. Aber er konnte auch malen und zeichnen. Bloß eine Wiege anstreichen, da hatte er weniger Interesse dran. Der hat nur dafür gesorgt, dass was reinkam. Vor mir war ja dann noch der Junge namens Johann. Der wurde Schengelchen genannt, nach dem Koblenzer Stadtsymbol. Das gab es ja damals schon. Das wurde in der französischen Zeit. Und da kamen manchmal so ein Kind auf die Welt, so ein Besatzungskind. Und das wurde dann Jean genannt. Und die Koblenzer haben später daraus Chang gemacht. Und so ein Schengelchen hatten wir dann auch. Leider ist dieser Junge noch bevor ich geboren wurde, gestorben. Das war aber wie es das heute auch manchmal gibt, so Krippentod, gell? Ganz plötzlich. Es war ja auch eine furchtbar schlechte Zeit. Meine Mutter konnte nicht gut nähren und es war wirklich ein Krippentod. Und da kam ich aber kurz danach direkt. Und da hat meine Mutter natürlich so, habe ich immer im Gefühl gehabt, mir schon bei Zeit, wie ich dann ein bisschen verstehen konnte und sprechen, hat die mir schon immer davon erzählt. Also und die Geschwister auch, das war ja klar, die haben all von dem Jungen erzählt, wie der beerdigt wurde, wie der zu Grabe getragen wurde mit einer alten Nachbarin, die hatte früher hat man viel auf dem Kopf getragen. Und da hat die den kleinen weißen Sarg auf dem Kopf zum Friedhof getragen. Und die Eltern und Geschwister, die gingen dann hinterher und haben gebetet. Und ja, das war dann damals so. Und ich habe mir dann später, habe ich mir das immer so vorgestellt. Und wie ich so Kind war, ich hatte immer schon eine große Fantasie. Nachts habe ich das alles im Traum gesehen. Fing ich an zu schreien. So wurde mir dann erzählt. Ich hätte auch viel geschrien. Das hing dann auch mit der Zeit zusammen, gell? Die Gefühle von der Mutter, von dem verlorenen Kind, das geht ja dann in der Schwangerschaft auch oft auf das Kommende über. Und ich nehme an, da hatte ich schon mit zu tun. Am zweiten Advent kam meine Tante Kit, das war meine Patin, und die hat mich zur Taufe getragen, ins Oberdorf, in die Kirche. Im Unterdorf war damals noch keine Kirche, das kam später. Wir gehörten alle zu der Pfarrei Oberdorf. Und anschließend wurde dann die Tauffeier gemacht mit dem Kuchen, den sie mitgebracht hatte, Hefebund und Tschischeuen-Kaffee, oder so nannten wir den damals, und Ziegenmilch. Wir hatten nämlich immer eine Ziege im Stall stehen. Eine Geiß war das. Ich bin dann auch später, wie meine Mutter nicht mehr nähren konnte, mit Ziegenmilch aufgewachsen. Irgendwie ist sie auch gut angeschlagen. Wir hatten ja ein Haus,
Ja, da haben wir gerade so alle reingepasst. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wir hatten einigermaßen Raum zum Spielen und hinten einen Garten. Auch nicht so groß, aber da waren einige Bäume drin. Zwei Kirschbäume, ein Birnbaum, ein Apfelbaum, Zwetschgen. Und meine Mutter hat dann immer so das Gemüse gezogen für die Familie. Und die Kirschbäume, die habe ich am besten in Erinnerung. Da ich dann so ein paar Monate alt war und die Mutter musste ja ab und zu auch arbeiten, weil wir hatten die vielen Kinder, aber die Älteste war ja schon erwachsen. Und wenn meine Mutter musste dann ein paar Tage gehen in die Munitionsfabrik und meine Schwester, da ging das so abwechselnd. Da war die älteste Schwester, die war 15. Und wenn meine Mutter dann weg war, ich war dann so ein paar Monate alt, da haben die Kinder mich mit in den Garten genommen, haben mich unter den Baum gesetzt und haben mir Kirschen runtergeschmissen. Ich habe die immer gegessen, wie sie kamen, mit Stiel und Kern. Und in der Nacht ging es dann los. Das war schlimm für meine Mutter dann, da kam die nicht zur Ruhe. Die Jahre 16, 17, 18, da waren ja die älteren Geschwister schon, waren ja schon Flücke. Ja. Und die haben dann manchmal so die Romane gelesen von Kurt Mahler, von den Teestunden. Und da ging die älteste Schwester hin und wollte auch mal eine Teestunde machen, nachmachen. Da ging sie zu meiner Großmutter. Und die hatte überall so ein bisschen Tee stehen. Und da hat dann meine Schwester abends, nachmittags den Tee gekocht und die ganzen Nachbarskinder kamen und haben mitgetrunken und haben sich ein bisschen maskiert, wie die Kinder dazu machen. Und da sind sie dann da rumgehüpft und den Tee getrunken. Zucker war noch nicht mal da groß. Ja, und dann ging es auf einmal los. Da haben sie gemerkt, dass das ein Abführtee war. Vollbaumrinde. Hasebrot war immer ein angebissenes Brot, was nicht weggeworfen wurde. Also so war man erzogen. Das ist, wenn einer auf Reisen war oder sonst irgendwo und hat sich ein Brot mitgenommen und hat es wieder mit zurückgebracht, es war schon angebissen, dann wurde das nicht weggeworfen, dann zumal im Krieg nicht. Dann ist das in der Familie noch gegessen worden. Und deshalb, die Kinder, die wussten nicht anders, also das war angebissen, da war das Häschen reingebissen. Ja. Und deshalb war das den Kindern dann so interessant und da haben sie das auch gegessen. Mein Vater kam 1918 aus dem Krieg zurück und das war für mich dann ein fremder Mann. Ich war 3 Jahre alt. Ich habe den ja kaum gekannt, ja, und hatte lange Zeit einen riesen Respekt vor ihm. Ja, er war für mich fremd. Ja, und das ist ja wahrscheinlich immer, wenn so Väter und länger weg sind, dass die Kinder dann die Beziehung etwas verlieren. Das hat sich aber nachher gebessert, nämlich von meinem Vater habe ich doch eine große Portion geerbt an Anlagen. Und das macht sich dann mit der Zeit im Gespräch und bei der Erziehung doch kommt da zum Ausdruck. Wir haben uns dann noch immer sehr gut verstanden. Die Mutter hatte zwar einen trockenen Humor, aber mit meinem Vater konnte ich immer so mehr mich austauschen. Die Mutter war mehr realistisch. Sie musste ja auch so sein bei den vielen Kindern. Nach 1918 haben wir dann Besatzung bekommen. Und die kamen dann da an unserem Haus vorbei mit so großen Südwesterhüten und Gamaschen.
war ein ganz besonderer Anblick für uns. Sie sahen ja ganz anders aus wie unsere Soldaten. Und in jedem Haus, jedes Haus musste also Soldaten aufnehmen, mussten ein Quartier freimachen. Und wir hatten ja dort Häuschen und da kamen dann auch, wir haben auch zwei gekriegt. Und die Schwestern, die waren ja inzwischen erwachsen und waren alles hübsche Mädchen. Und da haben sie alle geguckt und die wollten alle in unser Haus rein. Und zwei sind dann, durften dann reinkommen. Und da die anderen haben dann, sind neidisch weitergezogen, haben nur noch mal geguckt. Ja, einer, der hat sich dann verliebt in eine Schwester von mir, aber die waren doch noch sehr zurückhaltend und scheu, die Mädchen. Und er wollte sich erschießen. Ja, ja. Ich habe das als Kind dann auch so mitgekriegt. Das Schönste, was ich mitgekriegt habe, das ist, wenn die Amerikaner kamen und haben was Süßes mitgebracht, was wir ja überhaupt nicht kannten und hatten. Das war dann für mich das Schönste. Ich war die Jüngste und mit mir haben sie allerhand angestellt. Und wenn ich dann in den Keller musste, mal Kartoffeln rausholen, da stand oben einer und hat mich erschreckt. Und da war kurz vorher eine Tante gestorben, die hieß Tante Clara. Und da standen die oben und riefen dann immer, die Tante Clara kommt, die Tante Clara kommt. Und da habe ich mir die so vorgestellt, wie die da im Totenhemd erscheinen würde im Keller. Und nachts habe ich dann davon geträumt. Und wie gesagt, ich war schon ein sensibles Kind, immer. Dann habe ich die Gestalten gesehen und habe dann schon mal gebrüllt darum. 1922, da hatten wir schon ein schönes Weihnachtsfest durch die zwei Schwestern, die in Amerika waren. Die haben dann die ersten Pakete geschickt. Die sind 21 weg und da waren sie ein Jahr da drüben und da haben die ersten Weihnachtspakete geschickt. Das war für uns sehr schön. Und wir jüngsten Schwestern, Tante Susi und ich, wir haben dann Puppen bekommen. Eine war blond und die andere war schwarz. Und das war was ganz Besonderes für uns. Und leider haben sie ein schlimmes Ende gehabt. Wir haben dann damit gespielt, aber ich hatte ja auch zwei Brüder noch. Die haben die dann mal erwischt nach Monaten. Und da haben die in Wasser gelegt. Draußen im Hof stand so eine Wanne, da haben die da reingelegt. Und ich war ja schon in der Schule, im ersten Schuljahr. Und dann kamen wir heim und die andere Schwester. Da lagen die Puppen da drin und waren doppelt so groß wie vorher. Die waren aufgegangen wie ein Buchweizenkuchen. Das war schrecklich. Schrecklich war das für uns. Wir haben die dann beerdigt im Garten. Richtig, richtige Trauerzug veranstaltet. Das sind so Erlebnisse, die man in einer kinderreichen Familie hat, die man eigentlich nie vergisst. Da waren ja noch, eine Schwester war noch in der Schule da, die anderen waren ja schon alle raus. Und ich kam dann noch und da kam ich in so eine Klasse rein. Da saßen da schon welche. Und da dachte ich, ich habe die ja gekannt, das waren Kinder von unserer Straße. Und da habe ich gefragt, was die da machen. Ja, die sind sitzen geblieben. Und ja, die waren dann einer oder zwei, die waren drei oder vier ja immer wieder mit sitzen geblieben. Wo heute die Kinder dann in so eine Schule kommen, Hilfsschule. Gell. Die sind dann, mussten dann immer wieder mitmachen. Die waren ja so groß. Ja. Mich haben sie fein gemacht, für damalige Begriffe,
Aber das waren alles getragene Kleider von meiner Schwester. Und das war so. Und die anderen Kinder waren dann zum Teil doch ein bisschen feiner. Aber ich musste immer die abgelegten Klamotten von den Geschwister tragen. Auch Schuhe, die waren dann manchmal ein bisschen zu groß und so. Aber man hat das gar nicht direkt so empfunden. Es gab ja mehr Leute so, wo diese Verhältnisse waren. Früher hatten die ja all viele Kinder. Aber wenn dann so Einzelkinder waren, die waren dann doch sehr immer rausgeputzt. Und da, ich war immer schon ein bisschen eitel, da habe ich immer geguckt. Und ich wäre auch immer gern fein gewesen. Wie ich dann im ersten Schuljahr war, und meine Mutter, die hatte ja nicht so die Zeit, mein Vater auch nicht, da war die mittlere Schwester Cordula, die war 10 Jahre älter, die hat sich sehr um mich gekümmert, sehr. Also die war richtig mütterlich, ein kleines Mädchen. Und die hat mich morgens gekämmt, wenn ich zur Schule ging. Und wenn ich nach Hause kam, dann hat sie gefragt nach meiner Aufgabe. Und da hat sie die alles mit mir durchgenommen. Und da hat sie mich gelernt, die ersten Buchstaben schreiben. Und sobald ich das konnte, da war ich auf einmal ganz, ganz happy. Da habe ich Kreide gefunden. Und da bin ich auf der Straße rumgelaufen damit und habe an alle Häuser meinen Namen mit Kreide geschrieben. Kathi, Katharina Dott. Und einmal, da riss dann auf einmal so ein Mann und eine Frau die Türe auf und da bekam ich dann rechts und links Ohrfeigen. Und da war ich schon geheilt vom KD-Schreiben. Im Schreiben, da habe ich meine Sache immer sehr gut gemacht. Es gab nämlich auch Fächer, die ich dann nicht so sehr, wo ich nicht so sehr bewandert war. Aber gerade im Schreiben. Und andere Kinder haben wieder dann mit mir Ärger gehabt, die konnten das nicht so. Und da habe ich denen geholfen. Aber da war ich dann schon was älter. Da kamen die Aufsätze so. Gell. Da habe ich manchmal für 5, 6 einen Aufsatz gemacht. Die haben sich manchmal ein bisschen geähnelt, aber ich habe versucht, für jeden einen anderen zu machen. Gell. Aber die Lehrerin hat da dann doch mal gemerkt. Und da habe ich natürlich hat sie mich ausgeschimpft. Aber andererseits haben die Hilfe hat mir immer was eingebracht. Wir hatten da Kinder in der Klasse, die hat eine Bäckerei, die hat mir dann Plätzchen mitgebracht und Bonbons. Die anderen, waren Bauern noch, die haben mir Äpfel mitgebracht, alles für die Aufsätze. Und da habe ich natürlich immer so ein bisschen was verdient. Wir hatten ja in dem Garten, haben wir alles selbst gezogen. Und meine Mutter, die hat da drin gearbeitet, mein Vater nicht. Da hat er nicht so Interesse dran gehabt. Aber meine Mutter war nicht so genau. Die hat schön gezogen, Gemüse und Blumen und Löwemäulchen und alles Mögliche. Und sie war natürlich nicht dauernd da am Arbeiten dran, Steine rauszuschmeißen und so. Und ja, und wir Kinder, wir haben noch zwischendrin gespielt da drin. Und nebenan der Nachbar, der war Bahnbeamter, dessen Kinder waren schon alle aus dem Haus, die waren älter schon, aber sein Garten war angelegt, da standen die Pflanzen wie Soldaten. Die Beete ganz ordentlich. Und wenn der ein Steinchen in seinen Beeten gefunden hat, dann hat er die bei uns rübergeworfen. Also das war gang und gäbe. Der hat gedacht, da sind sie gut aufgehoben. Und meine Eltern, die wussten das auch, aber die haben sich da nichts draus gemacht. Die waren da großzügig. Die haben sich nie gestritten mit jemand. Sie konnten es ja auch nicht. Wir waren so viel und da ist immer mal was passiert. Gell?
bei uns ist immer viel gesungen worden. Meine Schwestern, die konnten so wunderbar singen. Und da war es schon mal laut. Gell? Und Mensch, Eltern, die haben sich immer zurückgehalten, wenn da was war. Weil ich hatte ja auch zwei Brüder, die haben ja auch mal irgendwas gemacht. Und die konnten da Stein rüberwerfen, die haben nichts gesagt. Meine Mutter ist also mal hingegangen, hat mal eine zurückgeworfen, der kam dann wieder zurück. Die Freundinnen, die ich so hatte, das waren oft Einzelkinder, die habe ich mir gerne so ausgesucht. Betrieb war bei uns ja genug. Und die waren froh, wenn sie bei unserer Sippe mal einkehren konnten. Da war immer Leben und da war es nicht so streng und da war nicht so, da dauernd einer dahinter war, hier das und das. Da konnten sie mit dem Garten spielen und konnten alles machen, was wir auch gemacht haben. Und ich habe immer sehr gern Brot gegessen. Und wenn ich dann am Schrank saß und habe mir ein Brot gemacht, dann haben die, da wollten die auch ein Brot haben. Und dann habe ich denen ein Brot gemacht. Und zu Hause war das bei denen manchmal sehr sparsam. Die haben alles fein gehabt, wunderbar. Ich bin gern dahin gegangen. Ich habe mich da auch wohl gefühlt. Ich wollte auch so immer so sein. Und die hätten mich auch nie weggeschickt, die Eltern. Die waren immer froh, wenn ich dann... Ach so, das war dann auch so, der habe ich auch immer geholfen. Ja, beim Schreiben, immer beim Schreiben. Rechnen konnte ich auch, aber da war ich nicht so perfekt. Was ich können musste, das konnte ich. Was ich ungern hatte, das war Geografie. Also da habe ich, ich glaube, da ich hatte auch nie große Reiselust im Leben. Also ich war sehr, sehr bodenständig, immer. Zu Hause und die Umgebung, die Mosel, der Rhein, das hat mir alles gegeben. Früher gab es ja kein Fernsehen und so und kein Radio. Dann sind die schon mal weggegangen, in die Gastwirtschaft, haben ihr Gläschen Wein getrunken und da waren wir alleine. Und dann ging es los natürlich. Da haben wir Kissenschlacht gemacht, dann sind die Federn darum geflogen. Und ich war dann die Kleinste, ich war dann das Kind, ich muss dann auch richtig Kind sein. Da haben sie mich so eine Kommode hatten wir da stehen mit so vielen Schubladen und in die letzte haben sie mich dann reingelegt. Da war ich dann das Baby von denen. Sie waren dann die Eltern. Gell. Das war ja nur eine Kirmes damals in Metternich. Und da sind wir natürlich hingelaufen. Wir hatten kein großes Kirmesgeld, mal ein paar Groschen. Gell. Und dann stand ich immer dann vor dem Karussell da und da ging immer ein Pferd rund, hat das Karussell gezogen. Und das Pferd, das hat mir immer so leid getan. Und da bin ich ein paar Mal gefahren und da war das Geld alle. Und da habe ich gesehen, wie so ein Junge mal aufgesprungen ist so mitgefahren. Ja. Und flink war ich ja immer, also ich war auch so beweglich. Da habe ich gedacht, das machst du jetzt auch. Und da bin ich auch aufgesprungen. Und da kam dann der Besitzer, hat mich gesehen, bin ich runtergesprungen, bin aber stehen geblieben. Und da ist er an mir vorbeigefahren und hat mir rechts und links Ohrfeigen gegeben. Und da bin ich nach Hause und habe geweint. Und mein Vater hat mich dann getröstet. Mein Vater, der wäre nie so ernsthaft böse geworden. Ja. Er war immer überlegt, dem Kind gegenüber. Und wir hatten einen riesen Respekt vor dem. Ich nehme an, das haben die anderen Geschwister mir immer erzählt, wie wir ganz klein waren. Da hat er uns schon mal einen Klaps gegeben wahrscheinlich. Gell?
Aber nachher nicht mehr, der hat dann mit uns gesprochen, der hat gesprochen, nicht geschlagen und gebrüllt, also das hat er nicht gemacht. Aber wir hatten wirklich immer Respekt vor ihm. Und das hat meine ältere Schwester, die älteren Schwestern, die haben immer gesagt, ja, der hat, wie wir klein waren, haben wir schon mal was. Da hat er uns schon mal einen Klaps gegeben, aber er hat sich seinen Respekt bewahrt. Der hat nicht rumgebrüllt dauernd. Gell? Das war bei meiner Mutter anders. Die hatte ja, die musste ja auch mehr die Kinder erziehen. Die hat auch schon mal gebrüllt, laut und so. Große, stattliche Frau. Und sie musste auch manches machen für meinen Vater. Er war zwar Maurer, nachher Maurermeister, hatten ja auch das Geschäft, Baugeschäft. Aber meine Mutter, die war diejenige, die erstmal für ihn gehen musste. Er war auch wieder mehr so, ja, ich glaube, da habe ich auch was von. So, wenn was Besonderes war, hatte meine Mutter geschickt auf ein Amt, wo es nicht so gern hingegangen ist. Obwohl er sonst alles, er hat ja seine Häuser alles selbst gezeichnet, hat er alles selbst gemacht und ist auch mit durchgekommen. Der hat ein paar Kurse gemacht und da hatte, glaube ich, einen Architekt, der hat da dann mit unterschrieben und so. Aber was er gezeichnet hat, das ist immer durchgegangen. Also wie gesagt, er war ein bisschen Künstler schon auch. Er hat auch schöne Bilder gemalt und Zeichnungen, so Personen gezeichnet. Meine zweitälteste Schwester, das war Gretchen, die hatte mit 14 Monaten eine schwere Erkältung wie eine Grippe. Und wie das vorüber war, da ließ die auf einmal den linken Arm hängen. Und kein Mensch wusste, was das war. Und da ist meine Mutter von Doktor zu Doktor. Und einer hat dann rausgefunden, dass das spinale Kinderlähmung war. Und der Arm ist lahm geblieben. Und die haben alles probiert, Elektro und was nicht alles. Jedenfalls ist der Arm lahm geblieben. Und es war nun das zweite Kind von meiner Mutter. Und es war schon dritte wieder unterwegs. Und wie die so zwei Jahre alt war, da hat meine Großmutter gesagt, ich hole das Kind bei mich. Der Großvater war tot, gell? Und die war sehr reich damals. Die hatte das alles verkauft, das Fährhaus am Stausee mit Motorboot und alles. Die waren begüterte Leute. Und die hat das verkauft und ein paar Geld bekommen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Reichsmark das waren. Goldmark hießen die damals. Und da war meine Mutter auch froh. Gell? Das Kind war ja nicht weit weg, sie konnte immer hin und sie wusste, dass es gut untergebracht war bei der Großmutter. Und die Großmutter, die hat das Gretchen dann so ein bisschen noch verwöhnt. Gell? Und da sind die immer in die Stadt gegangen. Meine Großmutter, die hatte so ein schwarzes Häubchen an und Gretchen hat sie fein gemacht. Und dann sind sie auf die Sparkasse und dann hat sie ihr Geld geholt, ihre Zinsen hat sie davon gelebt. Und da sind sie kaufen gegangen und Gretchen hat schöne Tage da. Jetzt ist aber dann, wie sie 11 Jahre alt war, der Großmutter jüngster Sohn Witwer geworden. Das war die Tante Clara. Und da musste die drei Kinder übernehmen. Und da musste Gretchen heimkommen. Und da war Gretchen 11 Jahre alt. Und ich bin da erst geboren danach. Und sie hatte mit den anderen Kindern, mit den anderen Geschwistern gar nicht so viel zu tun. Aber ich bin geboren in der Zeit. Und sie hat mich miterlebt, wie ich geboren bin und ich weiß es nicht, irgendwie kam sie mit mir dann auch besser klar. Die anderen Geschwister, die haben immer gesagt, et Museler Krit, das war ja unten an der Mosel direkt, hat die Großmutter gewohnt, et Museler Krit,
Das heißt Moseler Gretchen. Gell? Die hat sich so entwickelt im großen Ganzen. Also sie hat die anderen alle überflügelt. Sie hat mit 14 Jahren hat sie angefangen, da war sie schon interessiert am Nähen. Da ging sie mit 16 oder was, da hat sie so Zuschneidekurse gemacht, selber. Hat sie sich selber alles gesucht. Ja, da war ja auch noch Krieg. Ja, da fing dann so an. Da hat sie da sich für interessiert und nachher auch noch nach dem Krieg fing sie ja schon an zu nähen. Und da hat sie sich das alles selbst beigebracht. Keine Lehre gemacht im Nähen. Sie hat nur Zuschneidekurse gemacht. Und das mit einem Arm. Der rechte war ja zum Glück gut. Und auf einmal fing die an zu nähen. Und da hat die uns alle benäht. Und das hat mir so gut gefallen als Kind, dass ich da mal was Neues bekam und so. Da ist sie noch hingegangen, hat mit ihrer einen Hand hat sie mein Kleid auch noch bestickt. Was sie auch gemacht hat, sie fing an und hat von ihrem Geld, was sie verdient hatte, das war ja nicht viel, die hat einen Tag 2,50 Mark verdient und ist ins Haus, ging sie nähen und hat dann den Leuten alles Mögliche, wenn Kommunion und Kirmes, hat sie den Kleider genäht und dann noch für uns noch, also die war wirklich fleißig. Und dann hat sie sich bemüht, unsere Wohnung ein bisschen aufzufrischen, hat sie ein paar Korbsessel gekauft und so ein bisschen nett hat sie es gemacht. Gell? Bei uns ist ja viel kaputt gegangen durch die vielen Menschen. Und wir hatten ja auch noch immer andere Leute da. Die kamen ja immer dazu. Wo viele Kinder sind, da kommen immer welche dazu. Die Einzelkinder, die haben immer gesagt, ach, bei euch ist es so schön. Ich fand das gar nicht so schön. Ich war immer ein bisschen eitel. Ich habe mich immer irgendwo schöner war, wohlgefühlt. Und trotzdem war man ja auch zufrieden. Gell? Da war immer was los und so. Und Gretchen hat dann alles schön gemacht. Und dann hat sie sich ein Fahrrad gekauft. Weil sie muss ja im Dorf rum überall hin und so. Und wie die das bewältigt hat, das war ein Kunststück mit dem lahmen Arm. Wie die fahren lernte. Also, das war bewundernswert. Da hat sie den lahmen Arm, hat sie an dem Lenker mit einem Gummiband festgemacht. Und dann hat sie sich immer Kleider genäht, wo so ein bisschen wo lang, das war damals modern. Die hingen dann so ein bisschen über die Hand, da konnte man nicht so sehen. Und da ist sie aufs Rad, hat sich geschwungen und ist gefahren. Ein schönes Fahrrad war das. Und ich konnte noch nicht fahren. Und da hat sie immer gesagt, wenn du mir das putzt, dann darfst du auch immer fahren, wenn du kannst. Gell? Aber lernen durfte ich nicht darauf. Ich habe auf dem Herrenfahrrad gelernt. Das mit der Stange, da musste ich dann immer mit dem einen Fuß durch. Und dann habe ich an der Seite gehangen. Gell. Und wie ich dann fahren konnte, da durfte ich also mal eine Runde drehen. Wir hatten ja, wir Kinder, wir hatten damals alle Strohsäcke statt Matratzen. Gell. Wurden immer Strohsäcke. Die sind im Herbst neu gefüllt worden. Wie die Bauern dann das Stroh da auf den Feldern hatten, durften wir da die Strohsäcke, Stroh holen und unsere Strohsäcke füllen. Hat alles der Cordula gemacht. Und das war was Herrliches, wenn die frisch gefüllt waren. Das war so angenehm, wenn wir dann da drauf schlafen konnten, die ersten Nächte. Und wir waren schnell wieder platt. Das hat wieder alles das Adchen Cordula gemacht. Meine Mutter, ja. Die hat natürlich immer, das war eine Köchin. Also sie hat es ja auch gelernt in ihrer Gastwirtschaft. Und das war uns, die war nicht so, dass die dauernd mit dem Putzlappen da rumgelaufen ist. Und wir mussten viel selbst machen. Aber wofür die gesorgt hat, das war immer ein die Mahlzeiten.
Die waren immer geregelt und mittags um 12 Uhr standen Essen auf dem Tisch. Also das war immer schmackhaft und wenn sie mal nicht viel hatte, da war es auch schmackhaft. Also das konnte die. Und wir saßen noch immer gemeinsam am Tisch. Ich sah immer, das ist etwas, was ich meiner Mutter rühmlich nachsagen musste. Ich war manchmal unzufrieden mit ihr, wenn sie so, ich hätte gern gehabt, sie hätte mich fein gemacht und auch mehr so. Die konnte alles, die hat Weißzeug nähen gelernt und alles. Aber das ist alles so ein bisschen, durch die vielen Kinder ist die, die hat für das Wichtigste gesorgt, für das Nötigste. Und wenn man älter wird und selbst Familie hat und auch einen Krieg erlebt hat, Nordenkrieg, dann weiß man erst, wie wertvoll das war. Mein Bruder Franz, der hat eines Tages mal so einen Hund mitgebracht, so einen Straßenköder. Und ach, das war eine Mischung von, also das war ganz seltsam. Der hat Dackelbeine und Schäferhundskopf und also ein ganz seltsames Tier. Und Ohren, wer weiß wie. Und jetzt soll der ja einen Namen haben. Und mein Bruder, der hat dann immer so Einfälle gehabt, der Freund. Auf einmal hat er gesagt, der heißt Lappischwanzgewühletyp. Lappischwanzgewühletyp. Ich habe den Namen nie vergessen. Und das war dann eben die Straßenmischung. Und der hat man lang gehabt. Der war so zäh wie Leder, der hat alles durchgemacht bei uns. Ostern wurden die Eier bei uns mit Kaffeesatz gefärbt. Das ist, meine Mutter, die hat keinen Osterfarb gekauft. Das war unnötig. Mit Kaffee, die kamen dann, haben dann ein paar Stunden drin gelegen, abgekocht. Die Eier hatten wir selber, wir hatten ja Hühner. Und die wurden dann mit, waren immer braun, immer braune Eier. Manchmal haben wir selbst was draufgemalt. Und ja, da war ein Ostern. Da sind wir dann in der Rheinallee spazieren gegangen. Und da haben die Kinder damals Hüte getragen. Dann oft schon Hüte getragen damals. War so die Mode. Ist eigentlich ja heute auch wieder, aber zu meiner, wie ich dann älter wurde, war das auf einmal ganz weg. Da hat kein Kind mehr einen Hut getragen. Aber wie ich klein war, da haben sie sie noch getragen, so runde Hütchen. Und ich wollte auch einen Hut haben für eine Rheinallee. Und da haben sie mir einen Hut aufgesetzt, natürlich wieder von den Großen. Ja. Das ging mir dann da. Und der ist immer tiefer gerutscht, immer tiefer gerutscht. Ich habe nichts mehr gesehen. Und da kam die Tante, ist uns begegnet. Die Schwester von meiner Mutter, die hatten ja auch 7 Kinder gehabt. Da hat die gesagt, was ist denn mit dem Kind los? Was ist denn mit dem Kind? Das seht ihr nichts. Und da hat die Atsche gesagt, ach, das hat eine Masern gehabt. Das muss die Aue schonen. Tante Marie, das war die jüngste Schwester von meiner Mutter. Und die war irgendwie sonderbar. Die hat als Kind, war die schon, die war ja in der Gastwirtschaft noch ein Stück mit aufgewachsen. Aber dann ist ja der Großvater so früh gestorben und da war die, der hat so ein bisschen die stramme Hand gefehlt. Gell? Und da hat die angefangen und fing an und hat so Pfeifen geraucht, so Tonpfeifen. Gell? Hat sie irgendwie, hat die heimlich geraucht. Da war die älter schon, ist in die Schule gegangen, von der Mosel rauf. Und da hat die immer mit in die Schule gehabt. Irgendwo in der Tasche. Und da hat die Pfeife also mal geraucht, mit Tabak. Gell? Das war ja damals was ganz Seltsames. Gell? Und ja, sie war überhaupt irgendwie seltsam, ich weiß auch nicht. Aber einen Humor hatte die. Also wenn die den Mund aufgemacht hat, dann musste lachen.
Aber sie fing dann auch an, hat eine unglückliche Liebe gehabt mit 16 oder 17. Und danach fing sie an und hat schon mal getrunken. Gell? Und das kam ja auch, die kam ja gut dran, das war ja die Wirtschaft noch da. Und wenn die mal ihre Tour hatte, die anderen Geschwister haben sie nicht reingelassen, die Großmutter hat sie, konnte das nicht mehr. Und der Einzige, wo sie dann hin konnte kommen, das war bei uns. Und das war durch meinen Vater. Mein Vater hat immer gesagt, damals, die haben alle gesagt, die säuft, aber mein Vater hat immer gesagt, die ist krank. Mein Vater hat das schon als Krankheit angesehen. Er hat gesagt, die ist krank. Sie ist dann auf der Eifel gezogen immer und hat da mit den Bauern geschafft. Und die haben die so gern gehabt. Die konnte alles. Wenn ein Schwein eine Krankheit hatte, hat die die geheilt. Also die konnte so alles in der Landwirtschaft. Hat die schwerste Arbeit da verrichtet. Gell? Und dann kam sie im Herbst, kam sie dann also mal nach Metternich mit der Bahn, mit der Eifelbahn da. Und wir haben ja da ziemlich in der Nähe gewohnt. Die erste Station war da bei uns. Und dann kam sie dann. Und dann hat sie manchmal am Bahnhof war die Gastwirtschaft da oben. Da hat sie schon die ersten. Und dann hat sie bei uns gesessen. Und dann fing sie auf einmal an zu singen. Verlassen, verlassen, verlassen bin ich. Wie ein Stein auf der Straße, so verlassen bin ich. Kein Bruder, keine Schwester, keine Eltern habe ich mehr. Verlassen, verlassen, verlassen bin ich sehr, so ähnlich. Und ich habe immer als Kind da gestanden. Ich habe immer gedacht, schlimm, schlimm. Das war so furchtbar. Ich habe mich geschämt. Gell? Und sie ist dann immer wieder weg in der Eifel, war den ganzen Sommer da, kein Tropfen getrunken, kam nur im Herbst heim, runter nach Metternich und dann hat sie das bisschen Geld, was sie hatte, hat sie dann versoffen. Und bei uns hat sie nur als mein Quartier gefunden, durch meinen Vater. Mein Vater war immer menschlich, immer. Ja, Schulferien im Sommer hatten wir immer nur 4 Wochen, nicht wie heute 6. Wir hatten immer 4 Wochen und die begannen im August bis September. Und in dieser Zeit gingen wir dann an die Mosel baden, schwimmen. Morgens schon früh mit dem Bündel. Brot haben wir uns mitgenommen, war zwar nicht weit von zu Hause, aber man hat dann doch immer ein bisschen was mitgenommen. Ja, und Badeanzüge, ich war noch klein, die anderen hatten dann mal eine. Da hatte ich so eine Schürze, die ging ganz rundum und die ist dann unten zugespengelt worden. Da bin ich ins Wasser geflattert. Und da war ich, ja, wie alt war ich? 5 oder 6. Und da wollte ich schwimmen lernen. Und ich habe mich aber von keinem anfassen lassen. Da hatte ich Angst vor. Ich habe gesagt, ich lerne selber schwimmen. Ich lerne selber schwimmen. Und da habe ich mich auf den Bauch gelegt, da war noch schön sandig, die Mosel, gell? Und fing an zu rudern, zu rudern. Auf einmal war ich weg. Da war ich drin. Da habe ich gedacht, so, jetzt kannst du schwimmen. Aber ich war nicht so ganz mutig, dass ich da direkt über die Mosel geschwommen wäre, wie meine Geschwister das schon gemacht haben. Die sind dann bis zum Kemperhof da. Ja. Aber ich konnte aber schwimmen. Und wenn der Winter kam, dann einer der anderen bekam dann immer mal ein paar neue Schuhe. Und die waren Schweinsleder, so richtig gelb noch, echt Schweinsleder. Und die haben mir alle gekriegt, also wer gerade dran war. Andere haben die nicht gekauft, das waren hohe Schuhe. Und wenn man dann nach Hause damit kam, musste man zuerst zum Schuster damit. Da sind die genagelt worden. Da waren so Nägelchen, das so richtig stabil, gell? Und das hat geklappert auf der Straße und ich war so stolz, wenn ich die hatte.
Mein Vater, die hatten zu Hause 5 Brüder. Und die waren alle irgendwie begabt. Die fingen auch nachher, wie sie dann schon älter waren, die haben all ihren Meister gemacht in ihren Berufen. Also die sind nicht als Geselle geblieben, die wollten all ihren Meister machen. Und zwar waren sie alle Zimmermeister. Mein Großvater hat ein großes Zimmergeschäft gehabt in Koblenz. Hinten da, wo in der Nähe vom Kemperhof in Musselweiß, hat ein großer Zimmerplatz gehabt. Da hat er alles gehabt, seine Leute. Und der ganze Gegend rum hat er gearbeitet. Und seine Jungs, da war ja mein Vater auch dabei, die haben das all gelernt. Aber mein Vater ist abgesprungen. Der hat gesagt, nee, ich mach mal was anderes. Der hat dann Maurer gelernt. Obwohl, die hatten Köpfe für sonst was. Aber sie waren alle... haben allen Handwerk gelernt. Und da hat nachher, wie die dann so älter waren, da kam auch denen ihr, ein bisschen die Intelligenz, das kam ja auch, und die Künstlerische kam raus, da fing der ein oder andere bei denen an zu spinnen. Der Onkel Jakob, der hat ein großes Zimmergeschäft gehabt in Neuwied, ganz großes Geschäft, der war reich, hat aber nachher bankrott gemacht. Da war also, der hatte eine Frau und vier Töchter. Die hatten so einen Spleen gehabt, die haben dann alles drauf gehauen. Und da ist er hingegangen und wollte eine Erfindung machen. Ein Holzpferd, was sich selbst bewegt. Gell. Und er hat das schon alles, schon teils fertig. Gell. Aber irgendwie ist er dann untergegangen. Und später, da ist natürlich schwer drüber gelacht worden, mit dem Holzpferd da. Und dann der andere Bruder, der hat in Neuendorf eine Gastwirtschaft gehabt und der war Dachdeckermeister. Der hat auch dann, der hat auch keinen Schreiner, keinen Zimmermann gelernt. Der hat Dachdecker gelernt, der ist zwar auch abgesprungen. Die anderen waren dann alle Zimmermeister. Und der hat dann den Dachstuhl erfunden. Und der gibt es heute noch, nennt sich der deutsche Dachstuhl. Also wo die dann drauf sitzen konnten und arbeiten konnten. Die haben ja immer so ziemlich an den letzten Tagen einen Christbaum gekauft, weil der war dann billiger und das waren so die letzten. Und da musste Onkel Franz, der sollte kaufen gehen nach Lützel. Und da hat er aber unterwegs, war zu kalt, es war ein Junge von, Gott, wie alt war der, 12 oder was, ist der lauter so rumgerutscht, ein Schneeball und hat gespielt unterwegs. Und da kam er ganz spät, kam er dann da an in Lützel und da war da nichts mehr. Und da hat der Verkäufer gesagt, hier kannst du die Äste zusammen suchen. Und musst du noch was für bezahlen, noch ein paar Groschen. Und da hat er die zusammengesucht und kamen damit heim. Und da hat meine Mutter gesagt, du lieber Gott, was machen wir dann damit? Und ja, und da kam mein Vater dann von der Arbeit und da hat er gesagt, oh, lass mal, ich mache das schon. Und da hat er so einen kräftigen Besenstiel geholt, hat Löcherin gebohrt und hat die Zweie da also reingestopft. Gell? Also ich sehe das heute noch vor mir. Ich war so, ja, ich war ja Kind noch. Und ja, und damals hatten wir ja das mit dem Engelshaar so viel. Da haben sie dann ein paar Kuhle dran gehangen und dann meine Mutter, die hat dann das Engelshaar da dran. Och, das hast du gar nicht so gemerkt. Wir hatten ein Fest gemacht und so eben, wir haben dann Weihnachtslieder unter dem Besenstiel gesungen. Die Weihnachtsgeschenke, die hat viel das Gretchen besorgt. Die war ja eine von den Ältesten und wir waren ja dann die Kleinen noch. Gell? Und da ist die ja, die hat ja überall genäht. Die ist dann in die Häuser gekommen und dann die Leute wussten, dass sie noch die jungen kleinen Geschwister hatte. Gell? Ah, haben sie gesagt, Gretchen, kannst du mitholen? Kannst du deine Kinder mit heimholen? Unser sind groß, das ist vorbei. Gell?
Und die Geschenke, die Sachen, die waren dann alle schon ein bisschen gebraucht und so, aber das war ja früher nichts Schlimmes, das war gang und gäbe. Und wir haben uns noch sehr darüber gefreut. Und da hat sie auch eine Dampfmaschine mitgebracht, die hatten meine zwei Brüder. Ach, da haben die gespielt damit. Ach, auf einmal ist die explodiert und ach, das war ein Tumult. Und wir haben dann, meine Schwester und ich, Susan und ich, wir haben dann auch meistens so was gekriegt, wo man zusammen mit der Puppenküche, gell, haben wir, mussten wir zusammen mit spielen. Da haben wir gekocht, da waren so Öfchen drin und da habe ich dann eine Kerze drin gestellt und da haben wir so kleine Töpfchen und da haben wir gekocht und da war ein Qualm da rum. Das war Weihnachten. Wenn Silvester war, dann ist nachmittags ist so eine große Bowle angesetzt worden und da war mehr Wasser drin wie sonst was. Ein paar Flaschen Wasser, Wein und manchmal, oh Gott, das war ja außergewöhnlich, wenn da mal Sekt überhaupt nicht. Also Sekt war dann nicht Wasser, der Mineralwasser. Gell. Und war Früchte. Und dann hat meine Mutter Kartoffelsalat gemacht und wie das damals so üblich war. Und abends um 12 wurde dann Blei gegossen. Das war dann, wir hatten ja einen Kohleofen, gell, da war ja immer Feuer drin. Und da haben wir dann unser jeder Bleiklümpchen gekriegt und da haben wir das da reingehalten mit so einem Löffel. Und mein Vater, der kam da raus. Und mein Vater, der hat ja da Sache draus gemacht, was der uns da all erzählt hat, was das wäre. Ich habe das doch so gesehen dann. Da war eins dabei, das waren wie ein Trupp Soldaten. Und das war von unserem Franz, der Klumpen. Da hat er gesagt, also ich glaube, es gibt noch mal einen Krieg. Also das sind lauter Soldaten, hat er gesagt. Das sind alles Soldaten. Aber damals, da war es noch nicht so weit, Hitler war ja noch gar nicht da. Ja. Aber irgendwie hat er da Soldaten gesehen. Mit ihrer Bajonette, da war dann oben so was Spitzes. Und bei mir, er wusste, dass ich wollte immer essen. Da dachte er, da war so was Schönes gekostet. Ich wusste überhaupt nicht. Er sagte, das ist aber was Schönes. Also, da hast du dieses Jahr noch viel Glück, hat er gesagt. Ich habe immer auf das Glück gewartet, kaum nicht. Wir durften dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr durften wir immer Theater spielen. Und da hat man das Wohnzimmer ausgeräumt. Das war ja auch nicht so groß. Und da wurde dann so eine Bühne aufgebaut, so ein Podest. Und einen Vorhang haben sie auch gemacht. Das hat wieder die Gretsche gemacht, die Näherin. Und die hat auch die Kostümchen genäht, alles gemacht aus Krepppapier. Und das Stück hieß Die verirrte Idylle. Die verirrte Idylle, also die Idylle. Gell. Und ich war ja auch, ich weiß nicht mehr so genau, der Inhalt jedenfalls. Ich habe da auch einen Roll gekriegt, und ganz kleine. Ich habe dann da irgendwo mit auf der Bühne gestanden. Und unser Piet, der hat immer kassiert. Der stand an der Tür und wenn die Nachbarskinder kamen, die sollten einen Pfennig bezahlen. Und dann kamen die und wenn sie keine Pfennig hatte, hat sie es rausgeschmissen. Da haben die durch Schlüsselloch geguckt. Ach, das war was. Und da war dann ein Mädchen, das war die verirrte Etilde, die hat so ein Röckchen an, aus Krepppapier, grün. Und die hat immer getanzt auf der Bühne. Und, ach oh Gott, die ist nicht mehr da runtergekommen. Die haben sie nachher runtergehauen. Die wollten nicht von der Bühne. Und meine Eltern, die wollten ja auch mal wieder Ruhe haben. Gell. Wir mussten ja dann noch Schluss machen. Und die wollten nicht von der Bühne. Und da haben sie so runtergezerrt. Und oh, das war dann ein Tumult. Wir hatten in der Nachbarschaft eine pensionierte Lehrerin wohnen. Die war früh pensioniert.
Die war aber, hat scheinbar mit Nerven was gehabt. Konnte perfekt Französisch, also ganz toll. Die hat manchmal nur Französisch gesprochen. Und die war nicht dumm, aber die Nerven haben bei dir versagt, gell, wie sie dann die Schule war und die Kinder da hatte. Und die war von Bassenheim, da hießen sie ja Alloster. Und da haben sie der in Metternich da so eine Wohnung besorgt. Und da hat sie, die ist dann auch unterhalten worden von ihren Leuten und nicht weit von uns. Und die ist dann immer da rumgelaufen und kam auch zu uns viel. Mein Vater, der hat sich immer um so Leute gekümmert. Die hat bei uns, hat die heimgefunden. Da hat die zwischen uns gesessen. Und da hat die Französisch gesprochen und wir waren ganz geckig. Und so schnell, so schnell. Und eines Tages, da war auch Winter, es hat nicht geschneit, es war nur frostig. War so frostig. Und da habe ich am Fenster geguckt und wir haben, meine Mutter und alle, haben gesagt, was macht denn die Osterstar? Da ist die hinter so einem Fuhrwerk hergelaufen, das hatte Gips geladen, so auf den Säcken. Gell? Und da war eine Sack kaputt. Und da ist sie hinterhergelaufen und hat das aufgefangen und hat gesagt, das gute Mehl. Gell? Da hat die gemeint, das wäre Mehl. Und kochen konnte sie nämlich nicht. Die hat oft bei uns gegessen. Wir haben ihr auch zu essen gegeben. Bei uns war immer auch noch was da für andere. Wir waren nicht reich, aber Essen hatte mir auch immer noch für jemand mit. Und die Fräulein Oster, die kam dann und hat auch öfter bei uns mal mitgegessen. Und da kam sie dann, mir wusste ja auch nicht, ob das Mehl oder Gips war. Gell? Und da ist sie dann mit heim. Und auf einmal kam sie zu uns und da hat sie gesagt, guck mal, das Würstchen, das ist ja ganz, das steht ja in der Luft, das ist ja, die Suppe ist ganz hart. Ich wollte Mehlsuppe machen. Da hat meine Mutter hat die gesehen, dass das Gips war. Da war das kalt geworden, gell? Da war das harte Würstchen zu da drin gestanden. Da hat sie gesagt, ach, ihr habt Gips da aus dem Ware gesammelt. Das ist kein Mehl. Und ja, und da hat sie dann bei uns wieder gegessen. Und wir Kinder, wir haben natürlich was zu lachen gehabt. Gell? Also mein Bruder Piet, der hat eine harte Schale und weiche Kern, kann man sagen. Der war, irgendwie konnte manchmal sehr rau sein, aber er hat einen sehr weichen Kern gehabt, doch. Er war auch sensibel. Aber er war ein Spottler, also ich weiß nicht, wo der das her hatte. Der konnte alle Sportarten und vor allen Dingen schwimmen. Der hat Schwimmfeste erlebt. Der kam nie ohne einen Lorbeerkranz heim. Da hatte, sonst haben die ja nichts gekriegt, gell. Da waren oft viel Schwimmfeste, so überall rum. Metternich war der Wassersportverein, da war er drin. Und und dann hat er immer, dann morgens hat dann so einen Kranz da gehangen. Piet hat wieder einen Lorbeerkranz gewonnen oder was. Und wenn einer ertrunken ist, dann haben sie den gerufen. Entweder er hatten dann geborgen, die Leiche. Gell. Da ist es also getaucht, hat er die rausgeholt. Und bei dem großen Brückeunglück da in Koblenz, da hat er auch geholfen. Da war der in der Nähe, der hat das gehört, der ist dahin, der war 22 Jahre, da hat er da die Leute selber rausholen. Und dann, weiß ich, da war ich auch so 14 oder was, 15, da hatte mir in Metternich, das hieß der Hasslacher, das war so ein Nebenwasserlache, gell, von der Mosel, da war immer im Winter zugefroren. Und da sind die Metternich und die Gülser, die sind dahin und haben sind Eis, sind Schlittschuh gelaufen. Und wir Kinder sind dann auch dahin. Gell? Und da kam ich dahin und da habe ich gedacht, was ist denn da für ein Pulk Menschen um einen herum? Wir wussten das gar nicht, dass der so gut laufen konnte. Und da habe ich... hat einer gesagt, komm Katharinchen, das ist dein Bruder, der läuft der Schlittschuh, oh, das ist ja ein Künstler. Da ist der gelaufen, also ich habe nur gestaunt.
war der Figuren da gelaufen. Das hat man überhaupt noch nie gesehen. Gab hier kein Fernsehen, gab noch kein Gilius, noch die Leute nicht. Und das hat er sich alles selbst beigebracht. Also es war wunderschön. Und die Leute haben geguckt. Und immer wenn der dann da war, da haben sie gesagt, komm, wir gehen auf der Hasnacher, der Piet läuft wieder. Wunderbar. Schwein haben wir immer vor Weihnachten geschlachtet. Da war das soweit. Und meine Mutter, die konnte ja in der Hinsicht das auch alles. Die konnte Wurst machen, die konnte das Fleisch mit einteilen. Aber so hat sich dann immer noch der Metzger Flur geholt, da war ein Schulkamerad und der kam dann und hat das Tier also geschlachtet. Gell? Und wir waren so Kinder, oh Gott, da hat das gequiekt und dann bin ich unter den Tisch gekrochen und mein Vater ist weg. Der ist immer fort dann. Der war nicht, ich weiß nicht, der konnte das vielleicht hören und sehen, aber er wollte das nicht. Und der hat dann auch, wenn das dann alles fertig war und der Wurst und alles, die haben schöne Wurst gemacht, die hat herrlich geschmeckt, da hat er lange nichts von gegessen. Das Fleisch ist dann portioniert worden, das hat der Metzger gemacht. Und das kam dann in so Steintöpfe hier vom Westerwald, die Keramiktöpfe, erdene Töpfe, haben wir immer gesagt. Da kam das rein, das ist dann eingesalzen worden und da hatte mir ganze Winter zu essen. Da gab es dann immer so Stücke, das ist mit Sauerkraut gekocht worden oder die Kotelettstücke, die waren ja zuerst weg. Diese haben wir ja so dann gebraten und so. Ja, war zu essen da. Und dann hat sie saure Bohnen gemacht und so große Töpfe, Sauerkraut. Also meine Mutter, die hat das so was hat die alles gemacht. War immer zu essen da. So wie wir Tee gekocht haben, so haben wir auch manchmal was anderes gebrutzelt. Einmal hat man uns Pudding gekocht. Ziegenmilch hatten wir ja immer da. Und ein Nachbarskind, das kam und hat ein Päckchen Vanillepudding gebracht. Und da haben wir den aufgesetzt, die Milch aufgesetzt. Auf einmal hat eins gesagt, ich weiß, wo meine Mutter, der immer mit vergrößert, da hat die so Klümpchen, die braucht man bei der Wäsche. Und wir wussten ja überhaupt nicht, was das war, Klümpchen bei der Wäsche. Auf einmal hat eins gesagt, ach, Soda. Der hatte mir immer im Haus. Gell? Und da hat eins von den Geschwistern hat so einen Klumpen Soda geholt und hat den in die Milch getan und noch ein bisschen Wasser drauf. Gell? Also das sollte angeblich vergrößern, der Pudding. Ja, und da haben wir den dann gekocht. Ein bisschen Zucker hatten wir auch dran. Ein bisschen kühl werden lassen. Konnten gar nicht lang genug warten. Da war schon wieder einer dran. Und da fingen wir dann an zu essen. Auf einmal fingen die an zu spucken. Das Soda, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist noch schlimmer wie Seife. Gell? Der war ja zum die Wäsche weich machen, das Wasser weich machen. Und also das war so schlimm. Und wir waren so enttäuscht, dass wir von dem Pudding nichts hatten. Gell? Da haben wir direkt weggeschüttet. Und da haben wir dauernd überlegt, was das sein könnte, das Klümpchen, womit man den Pudding vergrößern könnte. Und da kam dann meine Mutter nach Hause und da haben wir die gefragt, da hat sie gesagt, das ist Hoffmanns Stärke. Das waren früher so Kartons und da waren immer so kleine Klümpchen, die hast du aufgelöst in Wasser, gell? Und dann konntest du da die Hemdkragen mit stärken. Und das haben tatsächlich manche Leute genommen und haben da der Pudding mit vergrößert. Ja, und wir hatten dann Soda dran. Also das war schrecklich. 1927 bin ich zur ersten Heiligen Kommunion gegangen. Das war dann, ich als Letzte von der Familie bin ich gegangen. Da sollte noch mal ein bisschen schön gefeiert werden. Gretchen hat mir mein Kleid genäht und Beikleid und hat es noch bestickt. Also das konnte die alles. Und
Atschen hat mir abends vorher die Haare gewaschen. Und wir hatten kein Shampoo und sowas hatten wir ja nicht. Es gab wohl so Pulver, Shampoo und Pulver. Aber das war nicht im Haus, das sollte einer kaufen, da ist vergessen worden. Und da hatte Atschen mit Kernseife die Haare gewaschen. Und so gut konnte er die gar nicht auswaschen, wie die Seife, wenn der Zöpfe hängen geblieben ist. Er hat dicke Zöpfe. Und morgens, da fingen die an zu kämmen. Ach du lieber Gott. Die haben nach alle Richtungen gestanden. Ja. Na, bis sie dann so weit war, hatte ich dann auf einmal hier so ein paar Zöpfe stehen. Also jedenfalls war das für mich ganz schlimm. Ich war deprimiert. Ich dachte, Mensch, wie siehst du aus? Die Zöpfe haben richtig abgestanden durch die Kernseife. Kam aber keiner auf die Idee, die nochmal durchzuwaschen. Ja? Kam keiner drauf. Ich bin dann so zur Kommunion gegangen. Wenn dann die Schulferien waren, dann hieß es, du kannst ja dann zum Gretchen fahren, hilfst ein bisschen. Gell? Die brauchen ja immer Leute da, die hatten da die Burgschenke, Jugendherberge und eine Kuh war da, die musste dann auf die Weide gebracht werden. Und Ostern war dann sowieso allerhand los. Und jetzt rede ich aber von den Sommerferien. Wie dann die da oben waren, da war das nicht mehr so viel mit dem Schwimmen gehen an der Mosel, da bin ich dann auf die Burg gefahren. Das war dann, war ich so 10, 11 Jahre. 11, ja, und da bin ich natürlich ganz schön rangeholt worden von dem, mein Schwager Fritz. Der hat mir 2 Taschen in die Hand gedrückt und einen Rucksack. Und da musste ich nach Kamp einkaufen gehen. Und war eine lange Latte, dünne, lange Latte, so richtig in der Pubertät. Die fing da schon an. Ja, und dann habe ich da einen Kamp eingekauft, dann wieder mit dem schweren Gepäck darauf, mit den Schuhen, mit den ausgelatschten, die ich dann so hatte. Nachher hatte ich dann Last mit den Füßen, weil das ja, ich hätte müssen festes Schuhwerk haben. Gell? Aber da hatte ich meistens so Schuhe von meiner Schwester an. Die waren manchmal noch schön, da war ich noch stolz, da wollte ich keine so klumpige Schuhe haben, die mir Mutter gekauft hat. Da habe ich dann lieber doch von meiner Schwester die verlatschte angezogen, weil ich gedacht habe, die wäre ein bisschen schicker. Aber da habe ich mir die Füße mit verdorben. Ja, und dann habe ich das Zeug heimgeschleppt von Kamm. Das war von der Bursch runter nach Bornhofen, von Bornhofen nach Kamm und nachher wieder zurück, voll bepackt. Und das habe ich dann morgens manchmal gemacht. Nachmittags hat der Fritz mich manchmal noch nach Nickershausen geschickt, Milch holen. In jeder Kanne 4 Liter Milch. Gell. Das war schon viel für so ein Kind. Das war 29:30, glaube ich. 29:30. 28 sind die darauf. Und der war ja Vegetarier und meine Schwester muss dann immer extra für den was machen. Und das ist in so einem Betrieb, war das immer sehr schwierig. Und da kam dann Silvester 1929/30 und da ist meine Mutter mit mir raufgefahren. Ich hatte dann noch Weihnachtsferien, ich bin ja dann Ostern erst aus der Schule gekommen. Ja. Aber da war ich noch in der Schule. Und da hat meine Mutter, die hatten dann geschlachtet da oben auf der Burg. Gell? Und da haben die da so ein Schlachtfest gemacht für die Leute, die da so kamen. Die kamen alle vom Land, von Nickershausen. Das waren alles Bauern, die da kamen. So Gäste kamen ja keine weiter. War ja Winter, das war ja nur ein Saisonbetrieb. Und da haben die da ein schweres Schwein geschlachtet. Und meine Mutter hat noch helfen, Wurstmacher alles. Die waren auch vorher auch noch oben extra raufgefahren, um Wurst zu machen mit denen.
Und dann war dann das Schlachtfest Silvester und da kamen die Bauern, da haben die Albert gekriegt da so und Portionen Wurst und so umsonst. Ja. Und die haben Spaß gehabt und alle haben sie gegessen und sie wurden fröhlich und Wein getrunken und ich war dazwischen drin. Ich habe schon ein bisschen geguckt nach den Jungen darum. Die haben aber weiter nicht nach mir geguckt, ich war noch nicht so weit, aber ich habe schon geguckt. Und dann auf einmal, hat einer gesagt, wo ist denn der Fritz, wo ist denn der Fritz? Der war auf einmal verschwunden. Und da bin ich raus, oder Gretsch oder einer, und da war in der Küchentür war so Glasfenster. Und da hat der da gestanden und war am Stopfen, die Würste, ach, der hat nur gestopft. Da haben wir gesagt, der hat der Vegetarier abgelegt. Der isst wieder Fleisch. Und von der Stunde an hat er wieder Fleisch gegessen. Und reichlich, reichlich. In der Silvesternacht 1929-30, das war ja das große Schlachtfest. Das war allerhand los. Und da waren schon nette Jungs in der Jugendherberge. Die haben da ihre Wanderung hingemacht und wollten da das neue Jahr feiern. Und ich war ja da oben, um zu helfen. Und ich hatte doch gerade Ferien. Gell? Ich war ja noch in der Schule. Und da haben wir dann da ein bisschen gefeiert und getanzt. Quadrille haben wir getanzt. Das war so ein alter Herr aus Eupen, Malmö, der hat uns das beigebracht, das Quadrille, ein ganz alter Tanz, gell? Französisch war das, ganz alter Tanz, wo man so gegangen ist, sich so verbeugt hat, gell? Wie die das heute manchmal in den alten Filmen zeigen. Und neben mir war immer so ein blonder, junger Mann, groß, schöner Mann, schöner Jung. Und ich war auch groß für mein Alter damals. Und also ich war... Gott, ich war noch schlaksig, aber ich war Großmädchen, ich war schön groß gewachsen. Und der war dann neben mir. Und da Punkt 12, wie dann 12 Uhr waren, Gläser hoch, bis Neujahr, und da haben sich alle geküsst. Und da hat er mich auch geküsst. Und da war ich ganz happy. Ja, das war dann der erste Kuss. Aber anderen Tags hat er überhaupt nicht mehr nach mir geguckt. Da hat er seine Freundin da gehabt. Und ich bin dann traurigen Herzens heimgefahren anderen Tags mit meiner Mutter. Da waren alle Flüsse zugefroren. Und in Koblenz natürlich der Rhein und die Mosel. Und wir konnten von unserer Schule, hatten wir nicht weit gehabt, dahin zu gucken, hinzugehen. Und wir sind dann auch so mal zwischendurch gucken gegangen. Aber wie wir dann eines Tages, das war dann im März, ja, Ende Februar, März, da saßen wir in der Schule und da war auf einmal ein Gepolder in der Gegend rum, war ja sonst nicht viel los mit Autos, das war ja alles. Und da konnte man so richtig hören, wie das Eis losgebrochen ist. Ein Gepolder. Und da haben wir, hat die Lehrerin gesagt, wir gehen uns das jetzt angucken, gell? Sind wir mit der ganzen Schule darunter und haben gesehen, wie auf einmal das Eis sich getürmt hat und ach, und Brücken, die waren alle bewacht, dass nichts eingestürzt ist. Also es war ganz seltsam, es war einem ganz seltsam zumute. Gell? Und ja, und das war dann, wie das Eis losgebrochen ist. Aber vorher, da sind wir wochenlang über die Mosel und über den Rhein spazieren gegangen. Da war alles fest zu, alles. Das war ein sehr, sehr strenger Winter. Da haben sie auf der Mosel getanzt und was nicht alles. Da war ich mal mit meiner Schwester nach Lei gegangen, zu Fuß über die Mosel. Da waren wir da in so eine Gesellschaft geraten, da gab es dann Schmalzbrote. Ich war ja auch noch jung, ich war ja gerade 13.
Und dann sind wir nachher heim, da war, hatten wir so eine Stalllaterne, hat die uns mitgegeben. Und da sind dann die Betrunkenen da rumgelaufen. Und also das war ganz was Besonderes. So streng war der Winter nie mehr. Ja, wie ich so im 6. 7. Schuljahr war, also da bin ich einer bündischen Jugend beigetreten. Die hat in Metternich, hatte die haben das Nest genannt, hatten die ihr Nest. Und wenn wir da versammelt waren, da war das der Nestabend. Und das war unten an der Mosel auch wieder, da haben die gewohnt. Die Leute hatten, ach, ich glaube, 10 Jungs, 10, ein Mädchen. Und das waren alles sehr nette Junge und auch sehr begabt. Also. Und die hatten das angefangen. Eine der Ältesten von denen hat das geleitet, die Greifen, der Bund Greifen. Und da waren wir dann, wir mussten, was mussten wir bezahlen, 20 Pfennig im Monat, glaube ich. Und da waren wir dann Mitglied. Und da sind wir dann sonntags immer mit dem Wimpel losgezogen zu Fuß nach Arzheim auch. Da hatten sie eine Hütte gehabt. Und dann durften wir auch mal da, also konnten wir übernachten. Die anderen Mädchen durften alle nicht, aber ich durfte dann doch. Da war ich aber schon 14. Ich durfte dann doch damit übernachten. Meine Eltern, die waren dann nicht so, die, Gott, die haben da auch gar nicht so eine Angst gehabt, dass einem schon was passieren könnte, irgendwie. Und da war eine Stube, da haben die Jungen geschlafen und da war so eine Stube, da haben die Mädchen geschlafen. Gell? Morgens sind wir dann an der Bach und haben uns gewaschen da und mittags haben wir dann so Erbswurstsuppe gekocht, so draußen in so einem Kessel. Och, das war ganz romantisch. Und so ging das so einige Jahre. Ich habe dann eines Bruder von den Jungs da, der hat Gitarre gespielt und der hat auch Unterricht gegeben. Und ich habe dann auch mich da angemeldet. Und da hatten die mir von den Burschen eine Gitarre zur Verfügung gestellt. Und da habe ich dann gelernt da. Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Und oh, ich war ganz stolz, ich konnte das schon, so Begriffe. Auf einmal, da hieß es, wir brauchen die Gitarre. Wir brauchen die Gitarre, die hat immer hier gehangen. Und wenn die Wandervögel hier vorbeikommen, die suchen die und die wissen, dass die hier immer hier war und die spielen dann. Und dann habe ich die Gitarre wieder abgeholt gekriegt und dann kam die wieder auf die Bursch. Und meine Mutter, die war froh, dass sie die 20 nicht mehr zu opfern brauchte für die Stunde in der Woche. So war das. Meine Mutter, die war von Haus aus auch geschäftlich veranlagt. Und die hätte, wenn die viele Kinder nicht gehabt hätten, meine Mutter und mein Vater, die hätten sich irgendwie ergänzt und hätten irgendwas Schönes machen können. Aber durch die Kinder, das war schon ein Hemmklotz. Gell? Und da hat sie gedacht, ach, da hat sie im Garten dann allerhand Gemüse gezogen und manchmal konnte mir das ja nicht alles selber essen. Und da hat sie gesagt, ach, dann nimmst du da auf dem Münzplatz da, nimmst du so einen Platz und dann fährst du da mal dreimal die Woche hin. Dreimal die Woche. Und da hat sie das gemietet da, der Platz. Boah, hat nicht viel gekostet, ein paar Mark oder ein paar, ich weiß es nicht mehr. Und da war ich ja auch noch Kind. Und da kam morgens immer von Rübenach dann so ein Mann vorbei, der mit so einem Wagen, mit Pferd und Wagen, so ein klapperiger Wagen. Und um 4 Uhr hat er gerufen, Schell hatte mir ja keinen. Frau Dott, Frau Dott, Frau Dott. Meine Mutter war schon wach, die war auf, die war immer früh. Und da ist sie mit ihrer Körper, ist das klapperige Fahrgestell gestiegen, da ist sie mit dem in die Stadt gefahren, morgens um 4 Uhr. Und da hat sie aber zu mir dann abends vorher gesagt, also ich war ja nur noch als Mädchen daheim. Tante Susi, die ist arbeiten gegangen und die anderen waren ja alle verheiratet schon zum Teil. Und da hat sie gesagt, du musst aber dann, ich stelle dir alles hin, da musst du ein bisschen was kochen.
Und da habe ich das gemacht. Und da hat sie mir freigeholt in der Schule. Und ich wollte das gar nicht. Ich bin immer lieber in die Schule gegangen, als wie zu Hause sowas machen. Dat, ich war ja noch Kind. Gell? Und in der Schule, das war mir gar nicht so schlimm. Das habe ich eigentlich, bin gerne in die Schule gegangen. Und da hat sie, musste ich Kartoffelsuppe und Reibekuchen machen, Kräppelscher. Und da habe ich dann angefangen, die hat mir alles so hingestellt und habe ich dann gekocht und da habe ich die Kartoffel gerieben und den Brei gemacht und gewürzt und so. Aber ich hatte was vergessen, ein Ei und Mehl, beides. Gott, ich habe ja da nicht weiter kein, viel Erfahrung gehabt. Meine Mutter hat mir das gesagt. Ich habe das vergessen. Ich war ja Kind noch. Und da fing ich an zu braten. Mittags die Suppe hatte ich dann soweit fertig. Und da fing ich an zu braten. Und da sind die mir dauernd auseinandergefallen. Da wollte ich mit dem Schieber, wollte ich die so wenden. So raus. Und sind immer kaputt gegangen. Immer kaputt gegangen. Ach, das war so schlimm für mich. Und ich soll dann noch Essen bringen für meinen Vater und meine Brüder, die haben ja Bau geschafft. Und da musste ich so Kessel füllen. Und einerseits war Suppe, und der anderen Seite waren dann Kräppelscher. Aber es war so schrecklich, es sind mir Leute kaputt gegangen. Auf einmal kam meine Schwester vorbei, die Älteste, das Lisbeth. Und da hat die das gesehen und da hat die geschimpft. Da hat die gesagt, die braucht doch nicht auf den Markt zu gehen, die Mama. Und stellst du dich hier hin, du bist doch noch ein Kind und jetzt muss er doch fertig sein. Und da hat die das schnell gemacht, hat mir das Zeug da reingetan und da haben wir zusammen weitergebackt. Und um 11:45 war alles fertig, da habe ich so einen Korb gehabt und da haben wir die Kessel, drei Kessel da reingestellt für Franz, Piet und mein Vater. Und da kam dann schon ein Jung von der Römnerer Straße, dem seine Vater hat auch an dem Bau geschafft. Und dann sind wir jetzt weiter runter. In die Johannesstraße war das. Das war damals, hieß das die Lei, das heißt heute noch so. Gell? Die Häuser, die hat mein Vater all mitgebaut. Auf der Lei, das ist eine ganze Straße. Ja, und da kam er dahin und mein Vater, der hat nie was gesagt. Ah, der hat gesagt, gut, also es ist schön gemacht und so. Und so Piet, der hat geschimpft, hat ihm irgendwas nicht geschmeckt. Gell? Die Kräppelscher waren ja inzwischen gut, aber irgendwie hatten was gemeckert darum. Aber mein Vater hat das nie gemacht. Der hat einen immer gelobt. Und wenn er doch nicht gut war. Und da ist er mal mit uns, mit mir, mit meiner Mutter und mit mir in Weindorf gegangen, einen Spaziergang in Weindorf gemacht. Da war ich das erste Mal in Weindorf. Das war 1900, wir haben die gerade angefangen, so ungefähr 1925. Und da wollte er mit uns mal in Weindorf gehen. Und da waren wir dann da und da war eine Tanzkapelle und ist getanzt worden. Da hatte so ein Podium da schon. Und mein Vater, der ist immer... Der hat immer gesehen, wenn da Mädchen waren, die keiner geholt hat, da hat er die zum Tanzen engagiert. Und meine Mutter war eine schöne, stattliche Frau. Und da habe ich immer gedacht, warum macht er das? Ja, hat meine Mutter gesagt, das macht er, hat er immer schon gemacht. Auch früher schon, wie ich mit dem noch so gegangen bin, wenn mir irgendwo vom Tanzvergnügen war. Und dann hat er sich auf einmal ein Mädchen ausgesucht, was dauernd da gesessen hat, die einfach nicht engagiert wurde. Gell? Aus purem Mitleid, gell? Hat er gemacht. Ja, und so war das auch da am Weindorf. Da hat er noch ein paar Gläser Wein getrunken und da wurde, ach, der war ja bei zwei Gläser, war der schon, da wurde er schon happy. Da, also der konnte nicht viel vertragen. Wenn es mehr war, da war er schon besoffen. Und da hatten dann auch ein Mädchen aufgefordert zum Tanzen, aber da kam auf einmal so ein Muskelprotz und das war dann der ihre Mann und hat ihm eine aufs Auge gehauen. Hat ein blaues Auge gehabt, da sind wir heim. Da hat meine Mutter gesagt, ja, so geht es. Musste ja nicht unbedingt machen, ich war ja auch da.
Das war ja zu der Zeit, 1930, das war ja die Weltwirtschaftskrise, 29, 30. Und da war es ja in Deutschland doch äußerst schlecht. Wir haben ja noch mit den Reparationskosten zu tun gehabt und mit Lehrstellen und für Mädchen, das war schon auch, das war so aussichtslos. Und ich hätte immer gern die Handelsschule besucht. Da hätte ich 2 Jahre besuchen müssen und dann hätte ich können Bürostelle annehmen. Aber das musste bezahlt werden. Und das konnten die Eltern nicht. Und dann vor allen Dingen hieß es immer, ja, den anderen konnte man das nicht bieten und das geht nicht. Und du kannst bei Gretsche gehen, eben wieder auf die Burg und dann kannst du da helfen und dann hast du auch. Und, aber mit der Handelsschule, das können wir nicht. Und, naja, das hat halt eben nicht geklappt. Und eine Lehrstelle, so ein Geschäft, das war auch ziemlich aussichtslos. Meine Mutter, die haben sich auch gar nicht die Mühe gemacht, mit mir mal so irgendwo was zu unternehmen, irgendwo hinzugehen. Ich war die Jüngste und die waren froh, dass ich noch da war. Und die anderen waren fort und ich habe dann da zu Hause rum schon allerhand gemacht. Mein erster Mann habe ich auf Busch-Liebenstein auch kennengelernt. Der kam da in die Jugendherberge, die nannten sich damals Bönsche Jungs, ja. Bönsche Jungs von Bonn. Und das war auch eine bündische Jugend noch. Und ja, und da habe ich den da kennengelernt. Und ich war erst, war ich mal 16, wie ich das erste Mal gesehen habe. Und der war ja 6 Jahre älter. Oder noch, ja. Und da hat der war immer hinter mir, aber der war mir zu lebhaft. Ich habe gedacht, ach du lieber Gott, der bleibt dir nie treu. Ein großer, stattlicher Mann, netter Kerl und lustig und musikalisch und singen konnte. Also. Und er hat aber immer auf mich ein Auge geworfen. Aber ich war noch so jung auch, gell? Ich war da gerade so 16. Und da habe ich mich aber zurückgezogen. Und nachher kam auf einmal, da war ich inzwischen einige Jahre älter, das war dann 1936 rum, da haben wir uns dann so zusammengefunden. Und da haben wir uns Ostern 1937 verlobt und im November haben wir geheiratet. Und da kam der Krieg und der ist direkt eingezogen worden mit dem Wagen von der Firma aus. Der war ja Automechaniker, so Leute haben die ja gebraucht, gell? Und da hat er an der Westfront gelegen und da hat er sich eine schwere Angina zugezogen, eine giftige, wie man die damals nannte. Und das haben sie nicht richtig erkannt. Und da ist er ins Lazarett gekommen. Und da hieß es, der hätte eine ganz starke Grippe. Vorher war er schon ein bisschen kränklich, da war er in Bad Neuenahr, da war das schon mit der Angina vorbei, so war das. Und da habe ich ihn dann Bad Neuenahr besucht, als junge Frau. Und anschließend kam das aber dann richtig durch, da hatte er eine Harnvergiftung. Und das war, wie er im Weihnachtsurlaub war. Da kam in Weihnachtsurlaub, wir haben noch alle Geschenke gekauft, wir haben Heiligabend gefeiert. Und am zweiten Feiertag musste er plötzlich ins Lazarett. Da haben die, der große, schwere Mann mit der Trage oben vom 4. Stock haben wir gewohnt, runtergetragen und kam er ins Lazarett und ist innerhalb von 48 Stunden war tot. Mein zweiter Mann, da war ich ja erstmal noch 8 Jahre allein. Ja. Und den habe ich direkt nach dem Krieg kennengelernt. Der war als Gefangener hier in Koblenz. Und da war Tanz. Das war schon ein bisschen wieder was los. Gell? Das war 1946. Und da saßen die dann all da an so einem Tisch, die Gefangene, die da bei den Franzosen in Gefangenschaft waren, die durften ausgehen. Die durften richtig so ausgehen. In eine alte Uniform. Deutsche alte Uniform. Und da haben sie da gesessen und einer
klarer wie der andere. Und der Rudi, der saß mir dann so gegenüber. Da habe ich immer gedacht, ist ein schöner Jung, habe ich gedacht. Aber der hat immer so an mir vorbeigeguckt. Der hat mich angeguckt, wenn ich ihn nicht angeguckt habe. Und immer wenn ich geguckt habe, hat er weggeguckt. Da habe ich gedacht, komisch, der ist doch was. Und dann hat er mal mit mir getanzt. Und da haben wir, sind wir nachher weg, wir Mädchen, wir Frauen, wir sind heim. Und habe ich nichts mehr gehört. Und auf einmal hat die eine Frau ihr Kind runtergeschickt und hat gesagt, ich soll abends mal raufkommen. Die Junge von die Kriegsgefangenen, wir wären wieder bei ihr. Die hat nämlich schon eine von denen. Und wie ich da hinkam, da saß ja der Rudi auch da. Und ja, und da haben wir da ein bisschen gefeiert. Und wir waren ja jung, was haben wir vom Leben gehabt? Ich war 24. Ja, und da habe ich den Rudi kennengelernt und war es geblieben. Meine Tochter Anneliese war ja da, die war inzwischen 7, 8 Jahre. Und 1948 kam dann die Beate. Der Philipp, die haben in der Raiffeisenstraße gewohnt und sein Vater hat ja auch ein Zimmergeschäft. Gell? Und der Philipp hat das ja auch gelernt. Und er war 3 Jahre jünger wie ich. Und wie wir dann so rangewachsen sind, da kam der immer zu uns. Und wir waren so viel und die hatten nur noch 2 gehabt. Die waren ja alles im Haus, die anderen. Und er war nur mit seinem Bruder noch allein. Und da kam der auch zu uns. Und wir haben so einen Spaß immer gehabt alle. Und der Philipp, der hat gelacht. Und wenn ich dann ein bisschen so, ich hatte ja immer so alles Möschli drauf, auch meine anderen Geschwister. Und da hat er sich bei uns so wohl gefühlt. Und da kam der und da waren wir alle zusammengehockt. Und da hieß es, ach ja, wir müssen mal anstreichen. Und der Philipp, der hat sich direkt angeboten. Ich komme, ich streiche an. Weil er hat ja auch gern gemalt, gell? Er hat ja so eine künstlerische Ader gehabt. Und da kam der und da fing der an zu malen. Da hatte, ganz lila war das Zimmer, so dunkel. Und da hat er so, sich so Schablonen gemacht, selbst geschnitten. Und da waren Leute wie so Halbmonde drin. Ach, und dann haben wir das Licht ausgemacht, das Licht angemacht und die Fensterläden zu. Und da haben wir immer geguckt, wie schön das wäre. Und dann haben wir gelacht. Und ich hatte dann auf einmal wieder so etwas drauf, gell, wo das sein könnte. Und also das war dann immer ein Riesenspaß. Und der ist dann noch immer wieder gekommen. Und dann, wenn wir auf die Burg gefahren sind, da ist er mitgefahren. Und ja, und mit dem daheim, da war alles wie geleckt. Gell. Die Tante Anna, die hat übrigens auch so eine, die hat Hemden gebügelt und so Hemden gestärkt. Gell. Und bei uns, da war das nicht so. Bei uns ging alles so ein bisschen hin und her. Das war so. Gell. Und die kamen aber dann auch gern zu uns. Da war immer was los. Das Talent zum Schreiben und zum Dichten war immer da. Ich habe immer schon versucht, so irgendwas zu machen, aber kam wieder davon ab. Und sicher, wenn dann war man Hausfrau, Mutter und Ehefrau, und das kam nicht so durch dann. Gell? Aber später, wie ich dann so 50 war, und Rudi, mein Mann, der hatte dann viel Nachtdienst bei der Post. Und da war ich ja viel allein. Die älteste Tochter, die war mittlerweile Flücke und die ist ja schon ausgegangen und hat auch früh geheiratet. Und ja, und die Beate war dann noch da, sie war ein Kind. Gell? Und da gab es mal eine 50-Jahr-Feier, das waren die 1915er. Und da war ich eingeladen in Metternich. Und da bin ich dahin und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja gar nicht dein Jahrgang. Da waren Leute andere. Ich habe sie wohl gekannt. Und da fiel mir ein, ich bin im 15. spät geboren und bin dann mit den 16ern
in die Schule gegangen. Gell? Und da habe ich dann das Jahr drauf mit denen mein 50. gefeiert. Aber ich war dann auch dann bei den 50er eingeladen da, weil ich 15, Jahrgang 15 war. Und da haben die da ein Lied gesungen und das, ach, das war so gewöhnlich, das hat mir nicht gefallen. Was Billiges, hat mir nicht gefallen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wir können doch da aber mal was anderes machen. Ja. Und wie ich nach Hause kam, da hatte ich einmal, das hat mich nicht dauernd bewegt, da was zu machen. Ja. Da habe ich mich hingesetzt und da habe ich ein Lied gemacht, auch direkt in Mundart, gell, weil die hatten auch eins in Mundart, aber das war so ein bisschen unter der Gürtellinie. Und da habe ich dann da was gemacht auf die Melodie, mein Vater war ein Wandersmann. Und da habe ich denen das einfach so kurzum hingeschickt und, ach, und da hatten die einen Spaß damit und haben sich bedankt und haben das immer gesungen, wenn sie zusammenkamen. Und da fing das so langsam an bei mir und da habe ich dann auch so mal was gemacht, so kleine Verschen und so. Und da fing ich da an so ein bisschen mit Mundart, weil ich habe gehört, es gab keiner mehr, der dazu konnte. Gell? Und da habe ich, da habe ich dann mit der Josephine Moos, da fing das an. Da habe ich das Gedicht von der gemacht und so. Und damit habe ich ja dann Erfolg gehabt. Und da habe ich, das hat mich nie mehr losgelassen. Der Philipp hat dann weitergemacht mit der Malerei und das hat sich dann auch rund gesprochen. Und er ist dann auch mal zur Rheinzeitung gegangen. Die haben dann als mal was von ihm gebracht. Und dann hat er vor allen Dingen die Stationen gemalt für Gülz. Die gingen über den Heierberg. Die Leidensweg Jesu, da hat er die ganzen Bilder von gemalt, gell, die in den Häuschen. Und das hat er gemacht und dann ging dann immer weiter. Und da ist er auch hier und da mal eingeladen worden und Leute haben ihm auch Bilder abgekauft. Aber es war doch eine brotlose Kunst, das war nicht viel. Aber er konnte nicht mehr seinen Beruf so ausüben und er war manchmal sehr arm. Und die Tante Anna, die war dann allein, der Vater war ja gestorben. Und da waren die zwei, die haben ziemlich ärmlich gelebt. Und da haben mir auch alle gesagt, er sollte doch besser doch mehr wieder in seinen Beruf arbeiten. Aber der konnte das nicht mehr, der wollte seine Kunst ausleben. Und er hatte da gemalt und hier mal jemand was gemalt und in Gaststätten hatte mal was gemalt. Wie ich dann anfing zu dichten, da hat er sich ja nur unheimlich für interessiert. Wir zwei waren da so ein bisschen auf einer Linie. Und er hatte gesagt, ach, ich kenne die auf der Zeitung. Ich kann es doch mal auf die Zeitung gehen, die sind so schön. Und ich habe nur da so ein bisschen für mich gemacht und für unser Verein. Und Jahrgangstreffen habe ich ein Liedchen gemacht. Und einfach mal so in Mundart, weil es gab ja die Josephine Muss, da war nichts mehr, die war ja schon so alt und die hat man nichts mehr von gehört. Wohl gab es die Bücher von ihr. Und da habe ich dazu angefangen und weil ich ja auch da ein bisschen meinen Humor konnte unterbringen. So Hochdeutschgedichte, die liegen mir auch, aber die sind noch viel leichter für mich zu machen, wie hier die Mundartgedichte. Hochdeutschgedichte, das habe ich so schnell fertig und ist auch Sinn drin. Aber die Zeitung will sowieso nur Mundart von mir, weil es niemand mehr gibt. So, gell? Und der Philipp, der hat das auch erkannt. Und hat gesagt, er muss mal auf die Zeitung gehen. Und ich war da so ängstlich, ich habe gedacht, ach Gott, da kommst du doch nicht an. Und er hat dann also mal so ein Bild drin gehabt und da hat er gesagt, die kennen mich, ich hol dich immer mit. Und da habe ich ein Gedicht auf die Josephine Moos gemacht, unser Juwel. Und das ist mir sehr gut geraten. Und das habe ich auch der Josephine Moos geschickt, die hat noch gelebt. Und da hat die mir so einen schönen Brief geschrieben und hat mir ein Buch geschickt und hat geschrieben, ich hätte Talent und
Ich soll mir noch Unterlagen besorgen, dass ich da perfekt würde. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe das nicht gebraucht. Wofür? Ich habe das alles, das kam aus mir raus und so habe ich das niedergeschrieben. Was sollte ich mir dafür Unterlagen holen? Und ja, und da habe ich das Gedicht gemacht und da bin ich dann damit, doch, mit dem Philipp mal auf die Zeitung. Ach, ich war so aufgeregt. Ich habe vergessen, die Etagentür abzuschließen. Ich bin fort und habe die Schlüssel stecken lassen von außen. Vor lauter Aufregung. Die haben das gesehen und haben den Schlüssel abgezogen. Ja, und da kam ich dann dahin und da war der Herr Oster da und da hat er mich so gesehen und da hat er gesagt, also da haben sie aber sich jemand ausgesucht, Herr Dott. Das ist aber schön, dass Sie haben ja eine nette Frau. Und da hat er gesagt, nee, das ist nicht nur eine Frau, das ist meine Cousine. Und das Gedicht, sie sagte, das ist erstklassig, das werden wir bringen. Und da hatte Philipp aber sich, haben wir uns so vorgestellt, dass er dazu was malen sollte. Und da habe ich gesagt, da kannst du dann nur der Josephine Moos dazu malen. Die Köpfe hatte ich ja in dem Buch, wo die mir geschenkt hat, da konnten das rausmalen. Gell? Und das hat er dann auch gemacht. Aber das hat ein bisschen gedauert und deshalb blieb das Gedicht dann erstmal liegen. Der Herr Oster, der damalige Redakteur, der hat immer auf das Foto, auf das Bild gewartet. Naja, Ende des Jahres hat er das dann gebracht und ist er hin, hat er das abgegeben. Und da kam das dann an Silvester. Die besten Ideen, die hatte ich immer, wenn ich irgendwo was gehört habe, entweder im Radio oder im Fernsehen, hat man ja damals auch schon, oder gelesen. Und da habe ich immer direkt so einen Klick gemacht im Kopf. Da könntest du was von machen. Ja. Und das hat mich dann so interessiert und fasziniert. Das habe ich mich hingesetzt und fing an zu kritzeln und dann ging das los. Und so ging das weiter bis heute. In der Öffentlichkeit hat man mich überhaupt nicht gekannt. Ich nur in der Zeitung und da sind auf einmal die Vereine auf mich aufmerksam geworden, die das gelesen haben. Die haben gedacht, oh, das ist was, jetzt da haben wir eine. Das gibt eine gute Karnevalistin. Aber da haben sie sich geirrt. Dafür habe ich mich nicht so geeignet. Ich habe wohl Karnevalsgedichte gemacht und die Leute haben Spaß damit gehabt. Aber für als Büttenrednerin, da war ich, das konnte ich nicht. Ich will nicht sagen, das hat mir nicht gefallen, aber ich konnte einfach nicht. Das war nicht mein Stil. Gell? Und Die Vereine haben aber gemeint, also sie hätten da jemanden. Und die Großen, die kamen dann direkt auf mich zu und haben mich geworben. Und ich bin dann noch Mitglied geworden. Aber es hat immer daran gehabert, dass ich nicht auf die Bühne gegangen bin. Zu den öffentlichen Auftritten kam es spät. Da war ich schon sehr bekannt durch die Zeitung. Da war dann mal im Stadtejahr dann Matinee. Ja, und da hieß es, also war ich schon eingeladen und erst bin ich überhaupt nicht aufgetreten. Ich hatte ja derart Lampenfieber, also ich konnte das gar nicht. Und da habe ich mir aber doch einen Ruck gegeben und habe da mal mitgemacht. Und das war dann sehr schön. Da war ein Matinee zur Ehre von den Koblenzer Munterdichtern. Ja. Und da habe ich mitgemacht. Und dann war ich da mal in der Pfalz, da gibt es ja so unheimlich viele Mundartdichter. In Koblenz war nur ich noch. Und da gibt es ja in jeder Ecke einen. Und da hat mich da ein Herr Dr. Daudermann, der hat mich eingeladen, da war so ein Mundartwettbewerb. Ach, was war ich auch so nervös.
Aber sie haben gesagt, ich hätte es schön gemacht und waren all zufrieden. Und ja, und da war ich dann ab und zu dann doch mal so mit aufgetreten. Aber ich habe mich nie drum groß gerissen. Also das habe ich eigentlich nie. Die Themen meiner Gedichte waren oft Ereignisse aus Koblenz und Erinnerungen an früher. Ich habe oft das Aktuelle mit dem Vergangenen gemischt. Und das war meistens dann ganz schön. Und wenn was passiert ist in Koblenz, das habe ich aufgenommen. Also irgendwie waren sie auch immer sehr aktuell. Dann auch mit der Vergangenheit auch mit, war auch mit drin. Schreiben tue ich eigentlich nur morgens. Dann ist mein Kopf ausgeruht und klar, da habe ich die besten Gedanken. Und nachmittags, dann lege ich das beiseite. Ja, schön.